Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Heute möchte ich mit euch wieder über die Energie 8 sprechen, aber es ist ja heute der 3. September. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. So, im letzten Video hatten wir die 8 im August als doppelte 8. Heute, am 3. September, haben wir ja einen neuen Monat. Das heißt, eine neue Monatsenergie, die Nummer 9. 9, man weiß ganz genau, was für einen gut ist und was nicht gut für einen ist. Man nimmt die 8 wieder dazu als Gerechtigkeit, wie ich es auch gesagt habe schon, die Gerechtigkeit, die Nummer 8 im Tarot. Und man nimmt den Stein dazu, haben nicht viele gemacht, ich weiß, wenn es euer erstes Video ist. Ich habe die Numerologie zusammen mit Tarotkarten und Edelsteinen zum Unterstützen, zum Energie-Pushen. Es ist das Turmalinquarz. Gerechtigkeitssinn, ja, haben wir alle im gewissen Maße. Und heute bei der Tagesenergie im Monat 9 hilft sie uns sehr zu wissen, was brauchen wir eigentlich, was ist für uns gut, was entscheiden wir, ist es wirklich für uns selber im gerechten Sinn? Ja, wir stehen auch in der Gerechtigkeit immer anderen gegenüber da. Wir schauen, dass es für alle passt. Man kann es aber nie allen recht machen. Jeder hat so seine eigenen Ansichten, Bedürfnisse, natürlich. Aber passt es auch zu uns selber? Denn Numerologie ist eine ganz super Anwendungsmöglichkeit für die Tagesenergie rauszufinden. Aber wichtig ist auch, die eigene Lebenszahl und die eigene Jahreszahl zu sehen und damit zu vergleichen. Kommt man damit am besten klar? Wie möchte man damit klarkommen? An Tagen wie heute mit der Monatszahl 9 und der Gerechtigkeit sollte man sehr auf sich selber achten. Sich selber nicht zu viel zumuten und sich selber nicht verausgaben. Verausgaben im Sinne von energetisch. Vom Geistigen her, einfach vom Kopf her, zu viel für andere. Man soll immer noch schauen, dass es für einen selber gerecht ist. Es bringt nichts, wenn ich anderen helfe und für andere da bin die ganze Zeit, aber selber fast im Leerlauf gehe, weil ich keine Kraft, keine Energie mehr für mich selber habe. Und das ist das, wo ich dann wieder an die Energiearbeit gehe. Sich selber wohlfühlen, sich selber auffüllen, sich selber wieder Kraft tanken. Das ist so ein Gerechtigkeitstag, wo man wirklich aufpassen sollte. Vielleicht räuchert ihr heute für euch selber. Einfach ein Räucherstäbchen oder ein bisschen Myrrhe in den Räuchertopf rein, damit ihr euer eigenes Gleichgewicht wiederfindet. Denn darum geht's heute. Dieses Jahr ist anstrengend für uns. 2021 ist immer noch die 5. Ist immer noch ein sehr energiereiches Jahr. Das heißt, für andere da sein, für andere lernen, selber lernen, wie gehe ich mit mir selber um, anderen etwas beibringen, mir selber etwas beibringen lassen. Es zulassen, dass mir ein Teller runterfällt, nicht zu streng zu sein zu einem selber. Mit der 9 als Monatsenergie weiß man, was man braucht und wie man das am besten umsetzt. Mit der 8 als Tagesenergie sind wir dann auch wieder gerecht zu uns selber und wissen, ja, ich muss mir auch selber mal etwas gönnen, damit ich es auch weitergeben kann. Das heißt, diese positive Energie, die wir in uns selber haben, die muss auch zwischendurch mal aufgefüllt werden. Ich freue mich über Kommentare, Abos und Likes. Gerne schreibt mir auch meine Mail, was für ein Video ihr gerne von mir hören würdet. Ich versuche es dann zeitnah umzusetzen. Bis dann.